Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir schon wieder über Tesla. Und nachdem wir ja vor einigen Wochen mal ein Video gemacht haben, wo es darum geht, wie kann man denn eine bärische Erwartungshaltung in Tesla umsetzen, sind natürlich jetzt die ganzen Tesla-Liebhaber gekommen, die ganzen Tesla-Bullen und haben gesagt, hey, ich gehe nicht davon aus, dass Tesla pleite geht, ich will doch eher an steigenden Kursen partizipieren. Wie könnte man denn das umsetzen? Und da will ich euch heute einfach mal ein paar Beispiele zeigen, damit ihr auch seht, wie flexibel sind Optionen, wie flexibel kann man als Trader sein, je nachdem, was man für Kapital hat, welche Risikoneigung man hat und was kann man alles so machen. Und das alles gibt es jetzt hier im Video. Tja, Tesla, das ist ja dieser heiß diskutierte Wert. Ne? Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Fakt ist, neben Bitcoin ist es eines der wichtigsten Investmentthemen momentan, Elektromobilität. Und im Gegensatz auch zu Bitcoin ist es natürlich viel, viel größer schon. Hier gibt es also schon viel, viel mehr. Allein die Marktkapitalisierung von Tesla ist ja gigantisch. Und es ist ja nicht die einzige Firma, die es gibt, sondern es gibt da mittlerweile auch viele, viele andere Firmen, die sich auf diesem Geschäft betätigen. So, und nachdem wir jetzt geklärt hatten, es war ja diese Frage, was passiert denn? Gehe davon aus, dass Tesla bis 2018 pleite ist. Was können wir da machen? Link zum Video mache ich euch nochmal rein. Kam jetzt die Frage, naja, ich bin eher bullig für Tesla, wie könnte ich denn das umsetzen? Und ich will euch heute einfach mal ein paar Ideen geben, wie könnte man denn das machen, um euch auch mal zu zeigen, dass man als Trader eben auch ein bisschen flexibel sein muss, dass man nicht so wie der, ich nenne es jetzt mal 0815 Trader sagt, okay, dann kaufe ich die halt einfach, ne? Sondern dass es da viele, viele andere Möglichkeiten gibt. Okay, fangen wir mal an. Also, wenn du davon ausgehst, dass Tesla steigt, ne, was machst du dann? Naja, ganz einfach, du gehst die Aktie long. So, das wäre das Einfachste. Das heißt, du kaufst dir einfach die Aktie. Das ist zwar relativ simpel, aber es ist nicht mal die schlechteste Variante. Warum? Du kannst es auf jeden Fall absolut super skalieren. Du kannst dir eine Aktie kaufen, du kannst dir 10 kaufen, du kannst dir 100.000, 10.000, je nachdem, was du für Geld einsetzen willst, wie viel du Geld hast, wie groß dein Risikolevel ist, kannst du das machen. Und du weißt von vornherein ganz genau, was dein Risiko ist. Das heißt, kauf eine Aktie, die fällt auf null, dann weißt du, was du im Maximalfall verlieren kannst. Ne? Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, diese Variante. Und wer langfristig von Tesla überzeugt ist, der kommt gar nicht umhin zu sagen, okay, dann muss ich mir halt ein paar Aktien kaufen. Jetzt haben wir schon in einem der letzten Videos mal darüber gesprochen. Direktionale Trades, non-direktionale Trades. Wenn du dir die Aktie jetzt kaufst, dann ist das natürlich ein direktionaler Trade. Das heißt also, die Aktie muss dann, damit du Geld verdienst, definitiv auch steigen. Der Vorteil, du hast keinen Einfluss der Griechen. Es gibt keine Volatilität, du hast keinen Zeitwertverlust. Ne? Also das ist schon mal schön. Das heißt, theoretisch, wenn die erst in 10 Jahren steigt, steigt sie halt erst in 10 Jahren. Aber wenn sie halt nicht steigt, verdienst du auch kein Geld. So, und deswegen könnten wir als zweite Idee natürlich auch einen non-direktionalen Trade umsetzen. Und zwar auch hier eine ganz simple Sache, nämlich wir könnten sagen, einen Short Put. Das heißt also, wir gehen her und sagen, okay, wir verkaufen einfach einen Put unterhalb des aktuellen Preises. Und hier sind natürlich jetzt viele Varianten denkbar. Also, überlegt mal, wir könnten das ganz klassisch machen, dass wir sagen, wir verkaufen so, wie wir üblicherweise Optionen verkaufen, von mir aus an einem, so an der ersten Standardabweichung, 45 Tage Restlaufzeit, ne, und lassen das einfach laufen, kaufen bei 50% Gewinn zurück und machen das immer wieder neu. Das ist zum Beispiel etwas, was wir dieses Jahr auch in unseren Konten sehr häufig gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel Tesla getradet und haben sehr, sehr häufig diese Prämien vereinnahmt. Hat natürlich den Vorteil, Tesla muss nicht zwingend steigen, auch wenn die seitwärts laufen oder wenn es nach unten geht, leicht nach unten geht, verdienst du trotzdem damit Geld. So, bringt natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld. Ne? Also wenn einer sagt, ich will ein bisschen mehr, was könnt ihr noch machen? Eine gute Variante wäre auch, du könntest auch sagen, hier, du machst einen Cash-Secured Put. Das heißt also, du schreibst nicht so weit entfernt vom aktuellen Preis, vielleicht sogar am Geld, bekommst natürlich eine hohe Prämie und im schlimmsten Falle sagst du dir, okay, dann nehme ich halt die Aktie.
Du musst natürlich in der Lage sein, 100 Aktien auch zu übernehmen. Und beim aktuellen Preis von Tesla erfordert das eben auch schon ein bisschen größeres Konto. Das heißt, wenn jemand hier ein 10.000er Konto hat, ist das nicht für ihn so die richtige Wahl. Was macht überhaupt jemand, der ein kleineres Konto hat und sagt, Short Put ist mir viel zu riskant, gerade in so einer Variante oder gerade in so einer Aktie wie Tesla, ne? Was könnte der machen? Hier einen Bull Put Spread. Das heißt, der verkauft einen Put und kauft einen Put, der ein bisschen darunter liegt. Dann hat er ein genau definiertes Risiko und weiß eben auch, was er damit machen kann und weiß ganz genau, ich bekomme eine Prämie. Im Falle der Fälle, also Tesla fällt halt auf 50, ne, wie im letzten Video besprochen, weiß aber eben, er verliert eben nur 200, 300, 400 Dollar, je nachdem, wie groß er den Abstand der Strikes wählt. So, da haben wir also schon die einfache Variante, die non-direktionale. Und ihr seht, selbst diese non-direktionale kann man noch schön ausbauen. Jetzt gibt es auch natürlich noch viel, viel mehr. Nämlich das Ganze kann man ja auch ein bisschen kombinieren. Und zwar, man könnte ja zum Beispiel auch eins machen, dass man sagt, hier, Long-Aktie plus Covered Call. Das heißt also, du kaufst die Aktie und jetzt verkaufst du immer oberhalb des aktuellen Preises einen Call. Gerade wenn du denkst, ich bin eigentlich ein Optimist für Tesla, aber zurzeit sieht es nicht so gut aus, könnte eher ein bisschen überbewertet sein, könnte ein bisschen runtergehen. Verkaufst du also oben eine Prämie oder einen Call, bekommst noch eine Prämie. Was ist dein Risiko? Genau das gleiche wie bei der Aktie erstmal. Es kann nach unten gehen. Das ist aber ein Problem der Aktie, nicht des Calls. Und dein Risiko wäre es noch, wenn du ein überzeugter Tesla-Bulle bist, dass wenn die Aktie nach oben geht, durch deinen Strike, dass dir die Aktie eventuell weggecallt werden könnte. Das heißt, das solltest du nicht machen, wenn die Aktie eventuell auf ein neues Hoch ausbricht. Ne? Aber gerade in der Konsolidierung kann man das mal mitmachen. Verdient man sich jetzt nicht reich damit, aber man bekommt ein paar zusätzliche Gelder dazu. So, jetzt hatten wir als andere Variante noch den Short Put. Ne? Short Put, kann man den auch irgendwie kombinieren? Klar kann man das. Und zwar, was kann man machen? Man kann im Grunde genommen sagen, Short Put plus Long Call ergibt einen Risk Reversal. Ja? Beziehungsweise, wenn man es am Geld macht, also wenn ihr das macht hier, at the money, dann ist das im Grunde genommen ein synthetischer Long in der Aktie. Wenn man das out of the money macht, also wenn man sagt, okay, ich gehe zum Beispiel jetzt mit dem Put ein bisschen weiter weg, mit dem Call ein bisschen weiter weg, dann hat man einen Risk Reversal. Und da wäre jetzt wieder der Vorteil, wenn du den Risk Reversal richtig aufsetzt, dann kannst du das Ganze kostenfrei bekommen. Warum? Weil die Puts sind teurer als die Calls. Ja, ihr wisst, bei Aktien ist es ja immer so, Puts kosten immer mehr als Calls. Sogenanntes Q ist das, also die Schiefe der Preise. Und weil natürlich die meisten Probleme haben nach unten und nicht nach oben, sind Puts in der Regel immer teurer als Calls. Deswegen hier kann man also einen Risk Reversal auch aufsetzen. So, was könnte man noch machen? Ne? Man könnte natürlich auch, das ist jetzt mal das Letzte, was wir hier machen, man könnte auch sagen, man macht Long einen Leap. So, also das heißt, man kauft ganz, ganz langfristige Call-Optionen und dann schreibt man permanent Optionen dazu. Soll also heißen, das wird in der Regel billiger sein, als die Aktie zu kaufen. Und jetzt könntest du immer noch ganz kurzfristige, teilweise sogar Weeklies, könntest du Puts noch dagegen schreiben, um Prämien einzunehmen. Du könntest Calls noch dagegen schreiben, um auch wieder ein bisschen Prämien einzunehmen. Und wenn du das geschickt machst und auch so ein bisschen technisch die Aktie einschätzen kannst, ne, dann wirst du es schaffen, dass du über kurz oder lang diesen kompletten Long Leap umsonst bekommst. Das heißt also, irgendwann hast du das Anrecht, 100 Aktien zu kaufen, je nachdem, wo du den Strike hingelegt hast, ohne dass du dafür Geld aufwenden musst. Du musst halt mal ein halbes, dreiviertel Jahr dafür arbeiten, viele Optionen hin und her traden, aber wenn du das gut machst, dann hast du Anrecht, diese Aktien zu kaufen und hast dafür überhaupt nichts bezahlt und dann kann es auch egal sein, ob es nach oben oder unten geht. Du hast dann quasi ein Lotterielos. Explodiert die Aktie, super, explodiert sie nicht, kein Problem, du hast ja dein Geld schon verdient. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine schöne Variante, wer ein bisschen spielen will. Ne? Mal geht es nach oben, Ausbruch nach oben, Putz dagegen schreiben noch, eher Konsolidierungsphase, ein paar Calls dagegen schreiben. Also das kann man auch sehr, sehr schön machen. Und ihr seht an diesen kleinen
ganz, ganz schnell aufgeworfenen Punkten, wie flexibel Optionen sind und vor allen Dingen, und das ist wichtig, wie flexibel du als Trader auch sein kannst. Ne? Du musst nicht immer so eine 0815-Strategie nehmen und sagen, oh, ich kaufe hier eine Aktie oder ein Zertifikat und dann hoffe ich mal. Ne? Du kannst viele, viele Instrumente nutzen, du kannst sehr vieles machen, auch wenn du eine langfristige Meinung hast. Und der ein oder andere, der erfahren ist von euch, der würde sagen, mir fallen ja aus dem Stand heraus noch mindestens 5 weitere Varianten ein. Schreibt die mir ruhig mal in die Kommentare hinein. Es wird natürlich auch wieder die ein oder anderen geben, die mir jetzt begründen, warum Tesla sowieso pleite geht. Und die anderen werden begründen, warum Tesla ganz nach oben weg explodiert und irgendwann das teuerste Unternehmen der Welt ist. Darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, ich habe eine Erwartung an ein bestimmtes Underlying. Wie setze ich das um? Und ihr seht, man kann eine bullische Erwartung haben, man kann eine bärische Erwartung haben. Wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, wie man es umsetzt und wegkommt von dem sturen, ich habe eine Idee, mache einen direktionalen Trade und dann wird es schon gut gehen und dann setzt vom Prinzip nach dem Kauf das Prinzip Hoffen ein. Sondern da gibt es eben noch viel, viel mehr, was man da machen kann. Zum Beispiel eine gute Idee wäre ja auch, wenn ihr sagt, okay, Tesla wird besser laufen als VW, dann macht ein Spread. Long Tesla, Short VW. Ja, könnte man auch mal drüber nachdenken. Okay, in diesem Sinne, das war's für heute. Eure Fragen, Kommentare, Anregungen wie immer unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.